So, dann haben wir hier 2, 1, 2. Haben wir hier also 3. Evo abgeschlossen. Entwickeln die Geschosse. Bauen wir hier noch ein paar Drohnen. Also sich da oben drum kümmern. Ah, guck. Ja, ist ja cool. Hier ist ja schon fast. Schon fast fertig. Ja, und jetzt haben wir also die Vorbasen eigentlich auch schon erledigt. So, kommt mal hierher. Wir haben noch gar keinen Hydra denn gebaut, wa? So, er kommt schon mal da hoch. Haben wir schon einen Hydra dann? Oh nee, den sollten wir natürlich bauen. Komm mal hier. Wo bist du? Ach nee, es war ja noch kein Fort hier. Gut, wo bauen wir den hin? Nicht unbedingt da in den Weg. Genau, bauen wir den da unten hin. 1, 2, 3. Okay, 1, 2, 3. Hier haben wir das nächste Mineralienfeld. So. Ihr seht also, er hat da. Ah, jetzt sind wir hier also schon fertig. Und wir werden sehen, wie wir jetzt mit unseren Särklingen gleich da zerschellen werden. Eine Ultraliskenhöhle sollten wir auch noch bauen. Bist du da fertig? Jawohl. Dann kümmern wir uns erstmal schnell in die neue Basis. Dann. Zack. Er kommt hier, glaube ich, auch mit fliegenden Einheiten. Na, komm schon. Tick. Schön hier ein bisschen in Verteidigung investieren. Kann die schaden. Zack. Und hier noch ein. Und dahinter bauen wir dann... oder hier noch eine hin. Damit da noch jemand durch kann, lassen wir eine kleine Lücke. So. Okay. Nee, das wollten wir nicht. Bauen wir es. Tiefenkolonien, Sporen. Tiefen. Genau, und hier werden wir also. Hier werden wir also erstmal aufgerieben. Aber wie gesagt, die Vorbasen haben wir jetzt alle schon. Machen wir auch noch mal ein paar Sporen hin. Können wir da noch. Oh. Ach ja, er kam ja auch mit diesen Dingern an. Ja, stimmt. Das heißt, wir brauchen schnell Hydras. Wir schwenken jetzt also um. Bauen Hydras. Brauchen wir sowieso denn für den ultimativen Angriff. Level 2 entwickeln. Wo ist mein Hydralistenbau? Stachelprofil, schnellere Bewegung und Stachelprofil entwickeln. Ich hatte doch hier noch irgendeine Ersatzdrohne gebaut, oder? Alles klar. Dann lenken wir die mal noch ein bisschen ab da. Ah, hier. Genau, dann. Bauen wir hier den Ultra denn? Ultraliskenhöhle. So, wir gehen jetzt mal dann da hoch. Und bauen weitere Hydralisken. Hätte ich auch schon vorher bauen können. Zack, zack. Ah, ich wusste, da kommt er nämlich an, ja. So, Satz mit X, das war wohl nix. Sehr schön. So, dann gehen wir mal da durch. Dann erhöhter Angriffsradius.
Ultra denn? Ist er schon fertig? Nee. Weitere Hydren. Ah, wir haben ein bisschen. Ah, wir haben hier oben das Gas natürlich gar nicht belegt. Ist natürlich doof. Wir brauchen jetzt viel Gas. Ah ja, die können wir. Was ich hier übrigens auch immer gerne mache, ist. Bauen wir hier noch so eine Drohne. Bist du jetzt schon fertig hier? Nee. Aber du? Genau, die Ultras brauchen auch ihre Upgrades. Genau. Dich haben wir. Dann eine Evo-Chamber brauchen wir nicht. Was wollte ich denn jetzt bauen? Genau, ein Nydos-Kanal. Den baue ich immer sehr, sehr gerne. Komme ich also relativ schnell von A nach B. Den will ich euch natürlich nicht vorenthalten hier. Weitere Hydren. Jetzt läuft also. Die brauchen hier in diesem Spiel auch gar nicht so viel Gas. Und dann bauen wir quasi als ja, Panzerschild, wenn man so will, bauen wir dann schnellere Overlord-Bewegung. Brauchen wir definitiv. Wir brauchen nämlich gleich noch. Wir brauchen gleich noch Overlords. Der operiert nämlich mit unsichtbaren Einheiten. So, dann machen wir euch mal auf 2. 1, 2, genau. Die Hüterin da oben bleiben einfach zur Verteidigung da. So. Mit Königin spiele ich eigentlich nie. 1, 2. Ihr kommt mal hier auf die 3. Ach ja, du, ihr seid da auch noch da. Kommt ihr auf die 4. Dann bauen wir noch 3 Overlords. Die kommen auf die 5. Jetzt alle Drohnen rüber. Flup, 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 flup. Und geht mal ernten. So, Angriffsgeschosse Level 3 erforschen. Entschuldigung. Und dann startet jetzt gleich der große Angriff und dann war es das eigentlich auch schon. Genau. Nehmen wir mal 3 Overlords, die schicken wir da mit. Große Overlord-Bewegung sollte ja gleich schon fertig sein. Eine weitere Basis brauchen wir eigentlich nicht. Genau, die erhöhte Panzerung für die Ultras. Die kriegen dann nämlich 5 oder 6 plus 2 Panzerungen dazu, weiß ich gar nicht. Wollen wir gleich mal gucken. So, dann da oben. Neuer Wegpunkt. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann. Ihr seht also, Ultras sind sehr, sehr heavy. Sehr, sehr gas-heavy. Könnten wir überlegen, ob wir uns hier zumindest nicht noch das. Ja, das machen wir. Komm. Kommt, Mädels. Wir holen uns hier noch die nächste Expansion. Dann geht es ein bisschen schneller. Mal her hier, bauen wir ein paar Dröhnchen. Knete haben wir ja genug. Ja, und jetzt dauert es hier ein Weilchen. Ihr seid fertig, ihr seid auch fertig. Komm mal her. Dann hier die nächste Brutstätte. Du nimmst dann das Gas. Da habe ich schon die nächsten beiden. Wo waren die? Auf 3. Die nächsten beiden Ultras. Ja, du sollst auch noch ein Ultra werden. So, komm mal her hier. Ihr baut nochmal Dröhnchen. Gut, gucken wir mal. Die Ultras haben jetzt. Genau, plus 5 Panzerungen. Also, die haben also insgesamt. Ist das ein 6 da unten? 1 plus 5? Ja, 6. Wir haben also durch dieses Upgrade zweimal. Zwei zusätzliche. Ja, Panzerungspunkte quasi bekommen. 1, 2, 3, 4, 5. Ah, das würde hier eine Hektik. 3, 4, 5.
Also 12 Ultras sind hier meines Wissens völlig ausreichend. Ja, ich weiß, wir brauchen mehr Vespingas. Holen wir uns doch gleich. Das heißt also, die Mineralienfelder lassen wir Mineralienfelder sein. Die wollen wir gar nicht anrühren. Wichtig hier ist das Vespingas und dass wir die Basis einigermaßen sichern. Wir hätten jetzt hier noch eine Expansion-Möglichkeit mit Gas und Mineral. Ich wusste es. Ich wusste es. Na, kommt mal hier. 1, 2, 3, 4, 5. So, sollte jetzt hier eigentlich reichen. Und 5 die Overlords. Oh, bitte überlebe. Komm, komm, komm. So, aber soll uns gar nicht weiter kümmern. Wir bauen einfach weiter Einheiten hier. Ich weiß, wollte ich doch gerade holen. Sehr schön. Okay. Wo sind denn jetzt unsere Dönchen hin? Wo habe ich denn hin? Das heißt, wir schicken da mal 3 ins Gas. Ja, der Rest kann ja da mal ernten. Und den übrigen Rest, den schicke ich mal schon mal hier vor. Füllen mal hier unsere Hydras wieder auf. Geh mal dahin. 3. Nee, dich wollen wir nicht. Die waren auf 3. Hier geht auch schon mal davor. Okay. Nichtsdestotrotz werden wir hier mal ein bisschen Defense bauen. Nur für den Fall, dass wir hier angegriffen werden. Wo denn? Oh, da. Wo sind denn hier meine Overlords? Sind die da noch unten geblieben? Ja. Die brauchen wir definitiv. 1, 2, 3, 4, 1. 1. So, kommst du mal da hin? Dann weitere Ultras noch. 1, 2, 2 brauchen wir noch. Okay. Den Rest, den bauen wir dann noch in die drin. Und dann kann's. Oh. Und dann kann's auch gleich losgehen. Zack, Xanken, Xanken, Xankenkolonie. Und vorsichtshalber bauen wir hier noch einen Flugabwehrturm. So, ihr seht also, schwer ist die Mission nicht, wenn man weiß, wie es geht. Dann hält sich das alles im Rahmen. Okay, ja, die 3. 3. Die Ultras werden wir dann vorschicken. Die werden also quasi so ein bisschen tanken. Und die Hydras werden von hinten dann alles erledigen, was bei 3 nicht auf dem Baum ist. Wir bauen noch mal ein paar Hydras. Okay, dann bauen wir hier nochmal so einen Spor. Und dann geht's gleich los. 1, 2, 3, 4. Ja, die Vierergruppe machen wir jetzt noch voll. Aber nur, weil wir was können. 4. Kommt mal her, ihr Süßen. So, das sollte jetzt reichen. Gut. Auf 5 waren die Overlords. Auf 3 wart ihr. Geht mal vor hier. Und jetzt machen wir einfach nur unseren berühmten A-Move. Und zwar fangen wir an mit der 3. 1, 2, 3, 4. Und die Overlords. Die müssen wir mal so steuern. Nichtsdestotrotz bauen wir hier immer wieder nach.
da oben ist, interessiert uns eigentlich gar nicht. Wo ist denn die 5 hier? Ihr bleibt mal hier. So, und große Panik hier ausgebrochen. Wir machen mal hier unten noch einen A-Move hin. 4. Das ist jetzt erstmal die Zerg-Basis hier. Wir müssen aufpassen, dass die hier nicht blind runterrennen. Und dann sollte es das jetzt auch schon gewesen sein hier. Ja. Wir bauen noch mal ein paar Ultras nach. Zack. Wenn wir was können. So. Wo sind unsere Overlords? Da sind unsere Overlords. Sehr schön. Völlig verzweifelt hier. Ja, haben wir sie überrannt? Oh, wir haben nur noch. Oh, die sind. Da brauchen wir noch ein paar. Machen wir mal 1S, 2S, 3S, 4S, 5S. Für Stopp und. Die Hydras gehen sogar. Ja, das ist okay. Wir brauchen. Dann kommst du noch an. Jo, dann sind wir wieder komplett. Das heißt, ihr rennt alle mal da hoch. Ihr macht alle mal Stopp. Und dann kommt gleich der finale Angriff. Ihr seht also, immer schön Ressourcen ausgeben. Viel, viel bauen. Dann ist die Mission halt kein Problem. Jetzt erforschen. Naja, Business is as usual, sage ich mal. Okay. Ach jo, sind da auch noch ein paar Ultras. Ja, ja. Okay. Ah, wir bauen trotzdem nochmal nach. Man kann nie wissen, dass wir danach noch hier irgendwie. Ah, ich weiß. Ah, brauchst du hier noch welche? Zack. Okay. Und dann machen wir folgendes. Dann machen wir hier 2 A-Move, 1 A-Move, 3 A-Move, 4 A-Move und 5. Kommt auch mit. Was ist das denn? Ach so, hier. Ja, zum Forschungsschiff. Nee, nee, bleibt mal hier, hier. Klein, dann sind noch ein paar Wächter übrig, alles klar. Kümmert euch mal hier um den Wächter. Ja, nichts ist ärgerlicher, als wenn wir jetzt hier die Overlords verlieren. Ja, wir werden wahrscheinlich doch noch einen Schwung brauchen hier. So eindeutig ist es doch nicht. Oh, wenn ich hier den Overlord verlieren. Wir können ja noch mal ein paar nachschicken. Wir haben ja genug. 5. Schicken wir mal hier so ein paar Overlords hin, vorsichtshalber. Nee, nee, du bleibst mal schön da. Ja, da haben wir es ja eigentlich schon. Doch. Hat gereicht. Machen wir hier nochmal die 3. Machen da einen A-Move hin. Legen wir die einfach auf 6 und rennen weiter an. Hier bauen wir nochmal ein paar Ultras zum Tanken. Aber der Widerstand ist, glaube ich, gebrochen. 1, 2, 3, 4, 6. Kommst du dahin? wo sind meine da? Genau, ihr nehmt einfach nochmal die auseinander. Und das war's. Wir müssen jetzt, glaube ich, hier nur alle. Genau, wir müssen jetzt hier nur alle Gebäude zerstören. Das sollte kein Problem sein. Aber ich glaube.
Wir sind gar keine unsichtbaren Einheiten mehr. Jo, dann haben wir es, glaube ich, geschafft hier. Dann kommt mal her hier. A-Move. Ja, schöne Materialschacht. Also, wir sehen also 2, 3, 4. Und die 5 zieht man nach hier. Ah, hier sind noch Gebäude, okay. Ist da oben noch ein Panzer oder so? Nee, da sind eigentlich nur noch... Oh Mann, geht doch einfach mal weiter. Hier 5, nee, 6. Und? Ausgezeichnete Arbeit, mein Zerebrat. Die Verteidigungsanlagen des VED liegen in Trümmern. Arcturus, jetzt kannst du deine Welt wieder in Besitz nehmen. Meinen Segen hast du. Tu bloß nicht so eingebildet, Kerrigan. Das war schließlich Teil der Abmachung, oder? Ich hab es mir verdient. Ich bin wieder Imperator der Liga. Und ich werde General Duke losschicken, meine Operationsbasis in Augustgrad einzurichten. Ich hoffe, du machst das Beste aus deiner Herrschaft. Ja, die Hoffnung wird wohl vergeben sein. Ja, das war die Mission. Nummer 4, ein relativ schneller Durchritt. Und wir sehen uns in der 5. Mission wieder. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und bis bald. Bye, bye.